Hallo, grüß euch. Und zwar wollen wir das heute mal abchecken. Und zwar gehen ja wieder Internetgerüchte herum, dass ja in Hörsching angeblich das Militär stationiert ist. Und ja, und nachdem wir in der Nähe von Hörsching wohnen, haben wir gedacht, jetzt fahren wir mal selber daher und schauen einmal überall rundherum, um Hörsching, auch um die Kaserne, ist ja der Flughafen. Und ja, weil da gehen schon wieder eben solche Gerüchte herum, dass da anscheinend eben die US-Amerikaner jetzt angekommen sind. Und ich muss sagen, wir waren zuerst bei der Kaserne herbei und bei der Kaserne war gar nichts, rein gar nichts. Und die Intention war ja, dass ich da hergefahren bin, weil ich eben, wie gesagt, heute wieder ein Foto gesehen habe, wo man gesehen hat, dass in die Kaserne eine Militärfahrzeuge reingefahren sind. Ja. Und natürlich muss man das dann nachforschen und schauen, war das ein gefaktes Foto, weil wenn tatsächlich Militärautos da reingefahren sind in die Kaserne, dann muss man ja irgendwo in der Kaserne dann diese LKWs und so dann natürlich auch sehen. Ja? Außer die haben es extra irgendwie versteckt am Kasernengelände, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und jetzt sind wir auch da am Flughafen und schauen einmal da, ob sich auch am Flughafen irgendetwas Besonderes tut, weil es heißt ja auch immer, ja, da sind immer irgendwelche geheime Flüge, irgendwie immer so rund um Hörsching anscheinend in der Nacht kommen immer Militärflugzeuge und so weiter, wo ich persönlich glaube, ja, da wird einfach sehr viel eininterpretiert und wieder, dass man wieder irgendwelche Geschichten aufbaut, dass man wieder letztendlich wieder die Aufklärungsszene schlecht macht, sage ich mal, beziehungsweise die seriösen Aufklärer dann alle in einen Topf haut mit wieder diesen typischen Verschwörungstheorien, also diesen echten Verschwörungstheorien, wo man sagt, ja, das Militär ist schon da und jetzt auch in Österreich sind die schon überall stationiert, die Amerikaner, aber jetzt schauen wir mal, da ist gar nichts. Also ich schaue gerade jetzt auch da hinten überall, also nichts zu sehen. Jetzt schaut es da bei mir auch im Hintergrund. Ja, wir sind jetzt da, wie gesagt, schon über das ganze Gelände gefahren, haben geschaut, ob man irgendwie ein amerikanisches Flugzeug sieht oder irgendeinen Frachttransporter oder irgendetwas, vielleicht irgendwelche Verladearbeiten oder irgend so. Aber da ist gar nichts. Schauen wir, so, das ist eher so tote Hose da. Schaut nicht so aus, wie wenn da jetzt die große US-amerikanische Invasion da gerade in Hörsching stattfinden würde. Also Leon, ich glaube, das stimmt nicht wirklich. Ja. Aber wir werden da ein bisschen weiter schauen auf dem Gelände und wenn wir irgendwas sehen sollten, dann werden wir es natürlich filmen. Ja, wir können da jetzt nicht eine direkt in das Gelände, ihr seht da, da ist Stacheldraht, da ist abgesperrt, also dass wir da jetzt wirklich die Straßen rein können zum Fluggelände. Ja, das ist da, wie gesagt, abgesperrt. Wir stehen da praktisch jetzt draußen, aber ja, soweit man da jetzt eine sehen kann, ist nichts los, okay? Wir haben immer noch nicht aufgegeben, wir sind immer noch in dem Gelände, also direkt im Ort Hörsching, haben jetzt geschaut, ob vielleicht, ob man irgendwie in Hörsching irgendwas mitbekommen sollte, dass man sagt, wenn da schon wirklich so viele Amerikaner da stationiert sein sollten, dann müssen wir da irgendwas in den Ort mitkriegen, aber es ist eher das Gegenteil, also es ist fast schon wie ausgestorben hier. Wie gesagt, wir sind über das ganze Gelände sind wir gefahren, weil alles, was da praktisch da hinten, also alles, was man da jetzt sieht, in diesem hinteren Bereich da, ist alles Kaserne. Ja. Und das überstreckt sich sozusagen über die ganze Ortschaft. Und ja, ich kann es nur einmal nur sagen, absolut tote Hose. Das kann also wirklich nur ganz ein arges Gerücht sein, wenn es heißt, da sind die Amerikaner stationiert. Also wenn man jetzt sagt, man ist vor Ort und sieht da nichts, gar nichts, ja, dann muss man das eigentlich total entkräften.
Und wahrscheinlich ist wirklich so, dass damals, oder ist so angeblich diese Übung, diese Defender 2021 durchgeführt werden. Und da habe ich, glaube ich, auch einen Artikel gefunden, den kann ich vielleicht einblenden. Da ist ja auch gestanden, dass die nur irgendwie, glaube ich, einen kurzen Stopp gemacht haben, also da in Hörsching, so quasi zur Verpflegung, und sind dann wieder weitergefahren. Und das wird sie wahrscheinlich, das wird dieses gewesen sein, wo da ein Foto gemacht worden ist. Und aus dem ist halt dann diese Geschichte wieder gemacht worden, dass jetzt anscheinend da schon die Amerikaner sind und da jetzt bei uns in Oberösterreich da jetzt schon anfangen einzugreifen. Also wie gesagt, wieder nur einmal leider für die, die das gehofft haben, tut mir leid, es war ein Fake. Ja. So, meine lieben Freunde, jetzt muss ich nur einmal ein Video machen, weil das ist jetzt echt schräg, was ich euch dazu. Jetzt haben wir einen neuen Schnitt gemacht, weil eigentlich wäre das Video jetzt ausgewählt. Und wir waren jetzt eigentlich schon am Heimweg und waren da immer noch in Hörsching und sind sozusagen zu einem Fastfood-Lokal gegangen, oder ich würde es jetzt gar nicht erwähnen, weil das Ganze wird jetzt echt dubios. Und ich habe ja das vor diesem Fastfood-Lokal, habe ich das vorige Video gedreht, und in der Zwischenzeit war Claudia drin, hat dann bezahlt, und der dürfte dann gefragt haben, hey, was ich vielleicht da draußen für ein Video drehe. Und Claudia sagt nur so gerade halber zu dem Koch oder ja. Ja, der Michi, wir sind da, wenn wir einfach so ein Gerücht nachgelaufen sind, dass ja angeblich da in der Kaserne amerikanische Soldaten stationiert sind. So, und auf einmal sagt der, ja, das stimmt schon, ja. Und momentan waren wir dann ganz perplex, ja, weil jetzt habe ich gerade mein Video noch fertig gemacht, dass ich gesagt habe, da sieht man ja gar nichts. Aber er hat gesagt, ja, das stimmt schon, da sind einige anscheinend wirklich tatsächlich da drin. Und es ist jetzt wirklich kein Schmäh, ja. Und der hat gesagt, weil von wo er, wir haben dann gefragt, von wo er das überhaupt weiß. Und er hat gesagt, ja, weil die anscheinend da im ganz Hörsching überall immer, weil da gibt es ja mehrere Lokale und so weiter, da einer Essen bestellen. Und anscheinend wird da eine geliefert, und in der Kaserne drin haben die tatsächlich das gesehen, dass da wirklich Soldaten stationiert sind. Und jetzt das nächste, was auch noch extrem schräg ist, weil ich habe es ja zuerst gesehen, da habe ich auch eine Aufnahme gemacht von den ganzen komischen Privatflieger, die da ständig wegfliegen. Und das sieht man ja immer mehr in letzter Zeit, fällt das uns in Leonding auch schon auf. Also alles, was da in der Gegend ist, alles, was rund um Leonding, Machtrenk, Hörsching, da fliegen ja extrem viele solche kleinen Privatjets immer miteinander. Und da gibt es ja auch diese Theorie, diese Verschwörungstheorie, ja, da fahren die ganzen Privatflieger, die was die Dumps sozusagen abscannen, ja. Das war immer so diese Erklärung. Was tatsächlich ist, weiß ich nicht, kann ich nicht erklären, ich weiß es nicht, ja. Tatsache ist, dass da irgendwas anscheinend in Bewegung ist, was da, warum das da jetzt immer solche kleinen Flieger umeinander fliegen. So, und das war das Nächste, das, was der uns auch bestätigt hat da drin. Und er hat gesagt, er hat schon jahrelang da das Lokal, aber sowas wie das hat er noch nie gesehen, dass so viele kleine Kleinflugzeuge da ständig jetzt in der Luft sind. Und ja, das fällt ihm einfach extrem auf. Ja, das ist jetzt eigentlich, das ist, was Fakten sind. Alles andere ist reines Eininterpretieren. Was mich einfach nur stutzig macht, ich sage einmal, wenn man schon sagt, okay, da sind wirklich in Hörsching amerikanische Soldaten stationiert, schon seit einigen Wochen da, dass man eigentlich gar nichts findet, weder im Facebook, nur auf irgendwelchen öffentlichen Seiten, nur sonst irgendwo. Also wie gesagt, ich habe da alles durchforstet und habe nur den einen Ausschnitt habe ich gefunden, wo es geheißen hat, ja, die sind nur auf der Durchreise und kriegen da einfach kurz einmal eine Verpflegung. Aber dass die Verpflegung schon jetzt einige Wochen dauert, beziehungsweise dass da nicht irgendwie mehr darüber berichtet worden ist, und dass das alles auch so heimlich gehalten wird. Also dass man jetzt sagt, ja, das ist also irgendwie im Verborgenen. Das ist für mich das, was das Ganze einfach fraglich macht. Und ja, vielleicht kann da irgendwer noch mehr darüber herausfinden, aber eine schräge Sache. Nur dazu, wo ich geglaubt habe, jetzt
ja, da ist eh nichts dran. Und dann diese Geschichte, wo wir sich da jetzt was zum Essen geholt haben, das hat wirklich den Vogel angeschossen, wie man so schön sagt. Also ja, ich kann das irgendwie immer noch nicht ganz fassen. Ja, denkt's noch drüber. Pfiat euch.